Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Das wird ein ziemlich lustiges Video und jetzt wird es auch ziemlich ernst für mich. Jetzt darf ich nichts mehr Blödes sagen oder so. Ich darf mich auch nicht versprechen. Also darf ich schon, aber ich darf es halt nicht rausschneiden. Denn dieses Video wird ein ungeschnittenes Video. Ich schneide halt nur am Anfang und am Ende kurz. Und genau, zwischendrin bleibt alles drinnen. Und ich werde jetzt eure ganzen Fragen, die ihr mir auf Insta und TikTok stellen durftet, denen werde ich mich stellen und die werde ich beantworten. Und ich glaube, es sind einige peinliche Fragen dabei. Oder lustige Fragen. Wir werden sehen, was für Fragen ihr so gestellt habt, ob ihr kreativ wart. Und bleibt dann schon... Oh, jetzt habe ich mich schon versprochen. Und ich darf es nicht rausschneiden. Ich dachte mir gerade so, hey, ich kann es ja rausschneiden, aber darf ich nicht. Also bleibt bis zum Ende dran, weil da habe ich noch eine coole Verlosung für euch. Und ja. Ich darf ja das jetzt auch nicht rausschneiden, das Unnötige. Das ist irgendwie... Ja. Auf jeden Fall habe ich hier mein iPad und da habe ich eure ganzen Fragen jetzt erstmal von Insta. Und ich werde jetzt erstmal so... Einfach der Reihe nach beantworten. Wie viele Kinder willst du? Ich will so 2 bis 4 Kinder, also eher 2 bis 3, vielleicht noch ein 4. Magst du deinen Bruder? Ja klar mag ich meinen Bruder, auch wenn er ziemlich anstrengend ist. Wann hast du vor auszuziehen? Ich will mit 19 wahrscheinlich ausziehen, wenn ich halt mein Abitur habe, weil ich habe ja 13 Jahre Schule und deswegen habe ich erst mit 19 mein Abitur und dann gehe ich wahrscheinlich studieren mit meinem Freund oder so oder auch alleine, weil er ist ja ein Jahr jünger als ich. Und dann ziehe ich wahrscheinlich nach München oder sowas in irgendeine Stadt, weil eine Universität ist. Wie perfekt findest du dein Leben von 1 bis 10? Also perfekt finde ich mein Leben auf jeden Fall nicht. Also kein Leben ist perfekt, würde ich mal sagen. Und ich würde mal sagen, im Moment so 7,5, 8. Aber also im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Meinung zu LGBTQ+, ich kann das nicht aussprechen, tut mir leid, falls ich irgendwas falsch ausspreche. Auf jeden Fall zu den ganzen verschiedenen Sexualitäten und alles. Also ich bin da sehr tolerant und mir ist es eigentlich komplett egal. Ich finde, andere sollten halt einfach das machen, was sie wollen und ich verurteile da keinen. Das ist mir eigentlich komplett egal. Ich habe auch zum Beispiel einen Freund oder sowas, der schwul ist. Ich habe, glaube ich, mehrere oder so. Ich glaube, ich habe 2 Freunde, die sind schwul und die haben auch einen Freund. Das stört mich absolut nicht, also das fällt mir eigentlich nicht mal auf, ja. Hast du mal vor, ein Fantreffen zu machen? Ja, das hatte ich eigentlich schon länger vor, aber dann kam Corona und ich wohne in einem ziemlich kleinen Dorf. Und genau, also wenn es sich mal ergibt und Corona so vorbei ist, beziehungsweise nicht mehr so extrem ist, dann auf jeden Fall. Was ist dir mal Peinliches während deiner Periode passiert? Ich glaube, mir ist überhaupt noch gar nichts Peinliches passiert, weil, ich weiß nicht, ich glaube, mir ist noch nichts Peinliches passiert. Auf jeden Fall würde mir jetzt nichts einfallen. Wie bist du zum Judo gekommen? Das war eine ganz krasse Geschichte, die ich bis heute nicht verstehe. Und zwar wollte ich unbedingt zum Ballett gehen, als ich 4 Jahre alt war. Und meine Mama hat mich halt zum Ballett geschickt dann, mit einer Freundin. Und die haben mich nach einer Stunde wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, ich darf nicht bleiben, weil ich keinen Spagat kann. Weil ich zu ungelenkig bin. Ich war 4. Ich wollte Ballett anfangen. Ich dachte, das lernt man da. Ist doch normal auch so, oder? Und dann haben wir so einen Flyer gekriegt zu Hause. Da stand einmal das von der Ballettschule drauf, so Werbung für die Ballettschule. Und einmal fürs Judo. Und ich war dann so sauer auf die Ballettschule, dass ich gesagt habe, nee, ich mache was ganz anderes. Und dann mache ich einfach Kampfsport und dann mache ich Judo. Und da bin ich auch geblieben. Lieblingsfilm, Serie, Schauspieler oder Sängerin, Lied. Okay, also wir fangen erstmal an mit Lieblingsfilm. Ich weiß gar nicht, also ich mag Türkisch für Anfänger den Film sehr gerne. Ja. Und meine Lieblingsserie ist Jane the Virgin oder Prison Break. Ja, ich mag eigentlich viele Serien. Lieblingsschauspieler ist Elias Mbarek. Und Lieblingssänger und Lied habe ich nicht, also ja. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Also ich hatte wirklich sehr viele peinliche Erlebnisse. Aber ich glaube, eins meiner peinlichsten, wo ich mich so sehr den ganzen Tag geschämt habe, war, dass ich in die Schule gegangen bin mit 2 verschiedenen Paar Schuhen. Ich habe das einfach nicht gemerkt. Ich habe zu Hause, ich war so am Handy, während ich meine Schuhe angezogen habe. Das mache ich nie wieder. Und dann habe ich einfach so den einen Schuh angezogen und den anderen Schuh angezogen. Und es waren einfach 2 komplett verschiedene. Und erst als ich dann vor meiner Schule war, hat meine Freundin meine Schuhe gesehen. Sie so, hast du 2 verschiedene Schuhe an? Ich so, nein. Schaue ich runter, ich so, scheiße. Ich habe 2 verschiedene Schuhe an. Und alle haben mich ausgelacht. Mein Lehrer hat mich ausgelacht. Meine Mitschüler.
Also es war ein freundliches Auslachen, aber sie haben halt über mich gelacht und ich habe auch über mich gelacht. Das war so. Ach. Hast du Freunde, die du nur übers Internet kennst? Ja, also ich habe früher mal mehr gehabt, mit denen ich mich so übers Internet halt so, mit denen ich halt Kontakt hatte. Jetzt irgendwie nicht mehr so, weil ich bin ein schlechter Mensch in Kontakt halten und ich kann das irgendwie nicht. Ich muss Leute sehen, um mit denen sozusagen befreundet sein zu können. Ich kann das irgendwie nicht, glaube ich. Aber ich bin eigentlich ganz gut mit Maxi befreundet. Den kennt ihr vielleicht. Er heißt auf TikTok called Maxi. Ja, also das wissen wahrscheinlich aber auch die meisten, dass ich mit dem befreundet bin. Magst du lieber Schulsport oder Schwimmen? Ich kann Schwimmen nicht so gut. Und deswegen, glaube ich, mag ich lieber Schulsport. Bist du glücklich und zufrieden mit deinem Leben und mit dir selber? Ja, also ich bin eigentlich schon relativ zufrieden. Es gibt immer mal Tage, wo man sich so denkt, so, was bist du für eine? Aber ich dachte gerade, meine Zunge ist grün, weil ich habe vorher diese TikToks gegessen. Und ich dachte jetzt, meine Zunge ist immer noch grün. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Das war jetzt auch peinlich, dass ich meine Zunge... Egal, vergessen wir es einfach. Wie groß bist du? Ich bin 1,66. Genau. Glaubst du an Gott? Ich glaube nicht an Gott eigentlich. So manchmal schon, manchmal nicht. Das ist so eine gespaltene Meinung irgendwie. Also ich gehe halt nicht in die Kirche, weil alle aus meiner Familie halt nicht dran glauben. So. Und ich habe mich auch nicht firmen lassen. Aber ich hatte eine Kommunion. Kommunion. Ja, genau. Wohin willst du mal reisen? Also ich will unbedingt nochmal nach New York und zu meiner Austauschschülerin nach Amerika. Und sonst nach Irland, Island und auf die Malediven auf jeden Fall. Ja, aber bis das sich ausgeht, vor allem mit Corona, also ich bin mal gespannt, ja. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 14 Jahre alt. Wie viele Freunde hattest du schon, also Jungs? Ach so, ich dachte gerade Freunde im Sinn von Freunde, aber sie meint feste Freunde. Da hatte ich also einen, das war aber nur 2 Tage lang, das zähle ich auch nicht als Freund eigentlich. Nein. Ich hatte einfach einen richtigen Freund mit 15 und dann habe ich mit dem Schluss gemacht und dann habe ich jetzt Jakob seit einem Jahr, 8,5 Monaten oder sowas bin ich ja mit Jakob zusammen. Und ja, also einen würde ich sagen, hatte ich vor ihm. Also insgesamt schon 2. Hast du dir schon mal in die Hose gepinkelt vor Lachen? Ich kann schon, es kann schon sein. Ich würde es mir echt zutrauen. Aber mir würde es jetzt so... Nee, ich weiß es nicht genau. Also wenn, dann ist es schon ein bisschen länger her. Aber ich kann es mir wirklich vorstellen. Entweder jetzt schwanger oder nie Kinder kriegen. Also, da würde ich lieber jetzt schwanger sein. Wahrscheinlich, das würde ich schon irgendwie hinkriegen, auch wenn es richtig schwer wäre. Aber ich will halt schon Kinder haben, deswegen gar keine Kinder finde ich schon hart. Außer ich darf Kinder adoptieren. Dann würde ich lieber nicht jetzt schwanger sein. Dann würde ich lieber gar keine Kinder kriegen können, aber will ich adoptieren. Ich will sowieso ein Kind adoptieren. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Nein, tatsächlich nicht. Was tatsächlich? Ich bin eigentlich relativ brav, also... Ich bin nicht so das Bad Girl, aber ich hatte schon mal was mit der Polizei zu tun, aber in einem guten Sinn. Also ich war halt ein Augenzeuge von dem Unfall, aber mehr nicht. Also ich habe nichts Böses angestellt. Für welche Eigenschaft an dir hast du die meisten Komplimente bekommen? Ich schätze mal, dass ich viele zum Lachen bringe oder sowas. Oder dass ich viele aufmunter. Das schreiben mir halt viele auf TikTok und viele von meinen Freunden sagen das auch zu mir. Wie alt bist du? Ich bin 17. Also 17, 3/4, glaube ich, ungefähr. Also ich werde auf jeden Fall in 3 Monaten oder 4 Monaten 18. Ich kann nicht mal mehr. Ich rechne es jetzt gar nicht aus, weil sonst wird es nämlich peinlich, weil ich darf es nämlich nicht rausschneiden. Meer oder Pool? Ich bin lieber Meer, glaube ich. Also ich habe zwar auch einen Pool zu Hause, aber wenn ich ans Meer kann, dann würde ich auch ins Meer gehen. Mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist so Pommes, Burger, Kartoffeln. Oh, Kartoffelwedges. Ich mag irgendwie alles mit Kartoffeln eigentlich gerne. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die 11. Klasse. Und ja, das ist halt dadurch, dass ich G9 gewählt habe. Sonst wäre ich jetzt schon in der 12. Klasse. Also ich gehe 13 Jahre in die Schule. Aber es heißt nicht 11., 12., 13., sondern 9, 9 plus 10, 11, 12. Das habe ich schon so oft erklärt. Und jetzt suche ich gerade die Fragen von TikTok raus. Was willst du später mal werden? Ich will später mal
Chemielaborantin werden. Und ja, ich sag Chemie, weil ich aus Bayern komme. Also don't judge me. Und ja, also das ist eine Ausbildung. Vielleicht will ich aber auch was studieren und es würde dann eher in die Richtung von so sozialen Medien gehen, also so Marketing oder sowas. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also da muss ich noch ein bisschen überlegen. Und ich habe aber auch in letzter Zeit oft überlegt, ob ich Lehrerin werden soll. Aber ich wüsste halt nicht für Fächer, weil es gibt irgendwie keine zwei Fächer, in denen ich wirklich gut bin. Also, aber es würde mir Spaß machen irgendwie, ich weiß nicht. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 22. März Geburtstag. Also ihr könnt gerne mal ausrechnen, wann ich 18 werde. Genau, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Ein Jahr, 8 Monate und... Ich muss... Nein, ich rechne es jetzt nicht aus. Doch, ich rechne es jetzt aus. 6 Tage. Was ist dein Lieblingsfach und was ist dein Hassfach in der Schule? Also mein Lieblingsfach ist Physik zurzeit, aber es liegt wirklich an der Lehrerin, weil ich liebe meine Physiklehrerin, die ist so cool. Und die ist wirklich... Ja, und mein Hassfach, würde ich sagen, ist Religion so ein bisschen, weil das interessiert mich halt einfach gar nicht. Und Mathe ist zurzeit kompliziert. Ja, sowas würde ich schon sagen irgendwie. Seit wann hast du TikTok? Seit dem 25.01.2019. Das habe ich mir sogar gemerkt. Woher hast du deine LED-Lichterkette? Also die hier. Und zwar ist diese LED-Lichterkette von Amazon. Ich kann euch hier jetzt auch mal... Nein, ich darf das Video nicht schneiden, deswegen kann ich euch kein Bild einblenden. Aber gebt einfach LED-Lichterkette auf Amazon ein und dann kommen da ganz viele und das sind eigentlich alles dieselben. Ja. Hast du dein iPhone 11 selbst bezahlt oder deine Eltern? Ich habe es mir selber, bezahlt, weil ich es mir selber bezahlt habe. Ja, das ist eigentlich die Begründung. Genau. Was sind deine Hobbys? Also meine Hobbys sind TikTok, YouTube. Also ich würde das schon als Hobby bezeichnen oder als Job, keine Ahnung. Und ja, Judo. Aber das habe ich seit einem Jahr eigentlich nicht mehr gemacht, weil ich habe mir erst die Nase gebrochen. Dann war Corona. Genau. Wo gehst du am liebsten shoppen? Also, ich weiß nicht. Ich mag viele Läden. Also von Online-Shops her mag ich Shein auf jeden Fall. Obwohl da vorher viele immer so gesagt haben, so nein, das ist voll schlecht und sowas. Und dann habe ich halt durch die Kooperation mit denen, vorher hätte ich da nie was bestellt, weil alle immer dagegen waren irgendwie. Und durch die Kooperation habe ich mir halt immer ein paar Sachen bestellen dürfen und ja, die testen dürfen. Und ich war immer zufrieden eigentlich mit fast jedem Teil. Mit ein paar Ausnahmen, aber... Da gibt es wirklich schöne Sachen und vor allem bei Jogginghosen, also die Jogginghosen da so zu. Genau. Und sonst, was mag ich sonst gerne? Ich weiß nicht, Tailway mag ich eigentlich ganz gerne. Aber zurzeit gehe ich, war halt länger nicht mehr shoppen irgendwie. Ich war, den Pulli halt vom New Yorker. Den mag ich gern, weil der ist so, der ist einfach schön, der ist bequem, alles mögliche. Könntest du ohne Pringles leben? Ich nicht. Also, ich könnte zurzeit könnte ich schon ohne Pringles leben, weil ich habe so lange keine Pringles mehr gegessen irgendwie. Mein Geschmack ändert sich immer so ein bisschen und zurzeit bin ich eher so auf andere Chips fixiert. Und ja, das liegt aber bei mir auch an der Pille, weil ich die Pille nehme und dadurch verändert sich so mein Geschmack irgendwie. Ich kann auch fast keine Schokolade essen. Ich esse immer nur ein bisschen Schokolade und dann wird mir schlecht. Und davor hätte ich immer... Also bevor ich sie angefangen habe zu nehmen, hätte ich irgendwie so 3 Tafeln Schokolade oder so essen können und mir wäre nicht schlecht geworden. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, aber irgendwie grenzt das so meine Ernährung auch ein bisschen ein. Könntest du ohne Handy leben? Ja, ich glaube schon, dass ich ohne Handy leben könnte, weil ich habe es ja früher auch geschafft. Ich habe mein erstes Handy, glaube ich, mit 12 gekriegt und das war so ein kleines Tastenhandy, wo man eigentlich nichts mitmachen konnte, außer anrufen. Und deswegen, glaube ich, könnte ich das theoretisch schon. Ich fände es auch mal ganz cool. Und ja, wie würdest du gerne deine Kinder nennen? Also, ich weiß nicht genau. Ich habe mir so viele Namen schon mal rausgesucht, aber es ist ja auch noch lang hin, bis ich Kinder bekomme. Also zumindest ein paar Jahre. Und ich finde den Namen Leia oder Laila oder so ganz schön eigentlich. Aber das muss ich erstmal ein Mädchen bekommen, also genau. Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Ich habe ihn durch eine Freundin kennengelernt. Und zwar war das so, dass ich ihn einmal angerufen habe. Und also ich habe einfach ihr Handy genommen und habe einfach irgendwelche random Kontakte von ihr angerufen und habe gesagt, sie sollen mit uns zu einem Fasching gehen. Und dann haben wir ihn halt abgeholt und dann sind wir halt noch Eis essen gegangen und ich kannte ihn halt davor nicht. Und direkt als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich schon verliebt, also da war schon vorbei. Obwohl ich einen anderen Freund hatte, das war irgendwie ein bisschen asozial, aber
ich konnte nichts dafür. Also, aber das davor war irgendwie nicht so wirkliche Liebe, würde ich sagen. Also, jetzt weiß ich, was Liebe ist. Zumindest, das hört sich so kitschig an. Normal bin ich gar nicht so. Ja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben uns in der Eisdiele kennengelernt. So richtig. Da war auch übrigens dann unser erstes Date. Was sind deine Tipps, wie man auf TikTok mehr Reichweite bekommt? Oh, da habe ich vor langer Zeit schon mal ein Video zu gemacht, aber das ist schon länger her. Da hatte ich noch mein altes Handy, das ist schon ein Dreivierteljahr oder so her. Aber ich kann es euch gerne mal in der Infobox verlinken, weil ich sehe gerade, ich nehme schon seit 16 Minuten auf und es wird jetzt Zeit dann gleich für die Verlosung. Aber eine Frage mache ich noch. Und wie alt warst du, als du deine Periode bekommen hast und wie hast du reagiert? Uff, also ich habe es mit 14,5 bekommen, also ziemlich spät eigentlich, würde ich sagen. Aber da war ich auch ziemlich froh drüber. Ich war so die Letzte aus meiner Klasse, glaube ich. Aber ich war halt früher richtig, richtig dünn und deswegen, ja, schätze ich mal, es ging einfach noch nicht. Und wie ich reagiert habe, ich glaube, ich habe es sogar zu Hause bekommen, meine Tage, das erste Mal, also nicht in der Schule oder so. Und ja, ich habe es dann halt einfach gesehen und haben so, okay, jetzt ist es halt soweit. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, nicht so viele Emotionen. Ich fand es natürlich schade, dass ich nicht noch mehr die Zeit genießen kann ohne meine Periode. Aber ja, irgendwann ist es halt für jedes Mädchen soweit, zumindest fast jedes. Genau. Also ich fand es jetzt eigentlich nicht so schlimm und es ist auch nicht wirklich schlimm. Also ich, für mich ist es nicht schlimm, weil ich halt keine Schmerzen habe, aber ich hoffe, ihr habt auch nicht so viele Schmerzen oder sowas. Aber für manche haben natürlich ganz krasse Schmerzen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich bin da wirklich sehr froh. Und ich habe das dann auch gleich meiner Mama gesagt, weil es mich immer viele fragen, wie ich das meiner Mama gesagt habe. Ich bin einfach hingegangen, ich habe sie angerufen, weil sie da gerade in Arbeit war und habe gesagt, hallo Mama, ich glaube, ich habe meine Tage bekommen. Und dann hat sie ganz gechillt einfach gesagt, so okay, alles gut, ich komme dann nach Hause und sowas. Und oh, jetzt nehme ich schon fast 18 Minuten das Video auf. Und jetzt wird es Zeit für meine Verlosung. Und zwar passend jetzt für den Winteranfang und Schnee wahrscheinlich. Aber so zum Nikolaus oder sowas. Ich wünsche mir nämlich, dass das Paket dann da ankommt. So um Nikolaus-Dings. Einen Nikolaus-Weihnachts, was auch immer, Strumpf mit ein paar Überraschungssachen drinnen verlose ich. Und weil euch immer diese Holzschriften von meiner Mama so gut gefallen, eine Schrift mit Winter. Und das darf ich jetzt kurz reinschneiden in das Video. Und zwar mache ich euch mal kurz eine Aufnahme von der Schrift. Und zwar ist sie sogar weiß lackiert und die hat hier so eine süße Schneeflocke dran. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich schreibe euch zu der Verlosung, was ihr machen müsst, alles nochmal in die Infobox. Aber ich sage es euch jetzt auch nochmal hier kurz. Und zwar für die Verlosung. Um an der teilzunehmen, müsst ihr mir auf Insta folgen und auf YouTube folgen. Und einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Irgendeinen lieben Kommentar. Es kann auch nur ein rotes Herz sein oder so. Aber schreibt euren Insta-Namen dazu. Und wenn ihr kein Insta habt, dann schreibt euren TikTok-Namen dazu. Aber am besten wäre Insta, weil nur über Insta kann ich euch dann so kontaktieren. Im Notfall geht auch TikTok, aber Insta ist auf jeden Fall besser. Und ich werde das Ganze dann mit so einem Zufallsgenerator auslosen. Und die Verlosung geht genau eine Woche und alles andere schreibe ich euch in die Infobox rein. So, ich hoffe jetzt, das Video hat euch gefallen. Und ich bin gespannt, wie ihr es fandet, so ein ungeschnittenes Video mal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich. Und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob ein zweiter Teil kommen soll. Und da rede ich dann vielleicht über noch peinlichere Sachen oder ein paar Geheimnisse von mir. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Okay, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.